Wow, 40.000 Abonnenten, 40.000 von euch. Vielen Dank dafür. Ich freue mich ein bisschen drüber, denn ab 10.000 Abos hört man einfach auf mitzuzählen. Es ist nichts Besonderes mehr. Dennoch ist es schön, wenn ich weiß, dass es viele Zuschauer gibt, die Spaß an meinen Videos haben. Und das macht mich glücklich. Mich machen viele Zuschauer glücklich und auch wenn ihr kommentiert, denn Kommentare sind mein Lebenselixier. Oh, und Nahrung und Luft und Geld. Geld, ganz besonders Geld. Ich mag Geld. Geld ist schön. Wie auch immer. Vielen Dank für diese unglaubliche Zahl. Das bedeutet doch, ich mache hier irgendwas auf meinem Kanal richtig. Und ich denke, ich kann noch viele Dinge richtiger machen und hoffe, das wird auch in Zukunft so sein. Wie im Bulletin angepriesen, wird nun kein Special folgen. Viel Spaß damit. Nein, Spaß, jetzt kommt ein Special. Ich habe Sie bereits erwartet, Mr. Bond. Wisst ihr, was ich wirklich mag? Meine neue Festplatte von MacDoomboy. Aber wisst ihr, was ich wirklich hasse? True MG, True MG, MG steht für Meinung Geigen. Dieses Intro! But you know what's bullshit. Na, das kann ich so nicht machen. Aber wisst ihr, was ich wirklich hasse? Das hier. Also nicht, was ich hier mache, sondern das hier. Nein, nicht dich! Ihr kennt es vielleicht aus dem Alltag. Ihr wollt eine Straße überqueren, doch da seht ihr schon aus der Ferne einen Wagen anfahren. Gut, denkt ihr euch, warte ich ein paar Millisekunden und danach kann ich die Straße überqueren. Und das sieht visualisiert folgendermaßen aus. Nehmen wir einmal an, ich wäre dieser Tentakel, auf dem MG steht. Nun, nehmen wir einmal an, der untere Bildschirmrand ist eine Straße. So, ich warte also, und sehe da schon aus der Ferne mit meinem Tentakelzipfel, dass dort ein Auto ankommt. Es fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit und könnte sogar womöglich noch beschleunigen. Also warte ich kurz, und nehmen wir an, diese Giftspritze ist nun dieses Smogon und fährt an mir vorbei. Nun kann ich den Bildschirmrand überqueren. Doch nun sehen wir uns dieselbe Straße noch einmal an, die übrigens leer ist, bis auf dieses eine Auto, und schauen, was passiert. Also, wir warten noch einmal an folgender Straße, die der untere Bildschirmrand ist. Ich sehe aus der Ferne mit meinem Tentakel-Zipfelkopf das Auto ankommen, alias Smogon. Doch ich bemerke irgendwann, dass er langsamer wird und zum Bremsen ansetzt. Smogon! Und bleibt auf einmal stehen. Große Verwirrung macht sich im Tentakel-MG breit. Wir sehen uns gegenseitig an. Der Fahrer sieht mich gut, doch ich sehe nur seine spiegelnde Windschutzscheibe und weiß erstmal überhaupt nicht, was los ist. Also vergehen erstmal ein paar Sekunden. Irgendwann bemerke ich, auf zweierlei Art und Weise, dass ich nun den Bildschirmrand überqueren könnte. Das könnte einmal dadurch passieren, dass ich irgendeine Handbewegung wahrnehme, die dieses Smogon machte, welches natürlich keine Hand besitzt. Oder aber ich merke, er steht schon so lange, dass ich einfach die Straße überqueren könnte und kaum die Gefahr besteht, dass nun ein Unfall durch eine Kollision unsererseits ausgelöst werden würde. Also kann ich dann endlich nach gefühlten 9000 Stunden den Bildschirmrand überqueren. Und das hat nur irrsinnig lange gedauert. Versteht mich nicht falsch, es ist durchaus nett, wenn mich jemand über die Straße lässt, erst recht, wenn ich über 9000 Stunden an eben dieser Straße stehe oder sitze oder in Ohnmacht gefallen bin. Gestikulieren. Aber in 90% der Fälle ist diese Straße weitestgehend frei. Hinten hupt kein Auto, hinter dem Smogon. Da kommt gar nichts. Es ist ein ewiges Anstarren. Er und ich. In einem endlosen Pokémon-Starr-Wettbewerb. Ich nehme einfach alles auf, was ich so denke. Und schneide das raus, was mir nicht gefällt. Anstatt also, dass ich nur wenige Sekunden warte, werden aus diesen paar Sekunden ein unglaublich gefühlt langes
Anstarr-Wettbewerb-Ereignis. Und das nervt mich. Das hasse ich. Fahrt doch einfach an mir vorbei. Irgendwann wird die Straße schon leer. Selbst wenn jetzt mehrere Fahrzeuge dort fahren sollten, irgendwann komme ich schon rüber. Und ich komme bestimmt viel früher rüber, wenn auf einer halbwegs leeren Straße nicht jeder Dritte für mich anhält. Auch wenn ich prominent bin und mich natürlich jeder sofort erkennt. Vor allen Dingen an der Stimme, wenn ich nichts sage, an der Straße. Ja, ich weiß, es sind Verkehrsregeln. Das ändert nichts daran, dass die Ausführung in den meisten Fällen einfach nur dämlich ist und ich dennoch länger warten muss. Wird derjenige erwischt, das eben nicht hält, dann muss er mit einer saftigen Strafe rechnen. Was trotzdem nichts daran ändert, dass ich länger warten muss und es einfach hasse. Das ist Meinung geigen und nicht ich mache es den Gesetzen recht. Ihr wolltet ein Meinung geigen? Ihr habt ein Meinung geigen bekommen. Das war mein Special und eventuell gibt es noch mehr Meinung geigen in ferner Zukunft. Denn es gibt viele Dinge, die mich ankotzen. Und nochmal großen Dank an MacDoomboy für diese externe Festplatte von 300 GB, auf der steht TrueMG, der German RPG Maker Let's Player. Ich freue mich sehr darüber. Extrem toll. Extrem Dank auch an dich. Das war's. Ich bedanke mich für 40.000 Abonnenten. Und das nächste Meinung geigen gibt es nicht nur bei einem Abonnenten-Special. Voraussichtlich. Bis zum nächsten Projekt. Bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, auch meine alten Projekte zu sehen, denn dann habt ihr voraussichtlich immer was zu tun. Es sei denn, ihr habt schon alles gesehen. Dann stimmt das einfach nicht. Und ich lüge herum. Da muss ich mehr Videos produzieren. Jetzt habt ihr mich.